My firms about Ulrike Meinhof and Jan Karl Raspe already include statements about systematic torture in Germany. Bernd Seifert had been fighting psychiatric torture for some years. This included informing the public about these human rights abuses. On April 28, 2010, he was knocked off the road by a lorry. A few hours later, he died in hospital. The anti-psychiatry movement in Germany immediately claimed that Bernd Seifert had been assassinated to stop his human rights work. Looking at his publications, there can be no doubt that he was murdered. Particularly important are his interviews on YouTube in 2010 and his text Die Verbrechen der Psychiatrie, The Crime of Psychiatry. This text was written in February 2010. These expose the human rights abuses of the German state using psychiatry to suppress the opposition. Bernd Seifert's publications during the 4 months preceding assassination provide enough motivation, as we will see. Die Frage, ob ich meine Psychiatrieerfahrung mit dem Job verarbeite, würde ich so beantworten, ich habe sie eigentlich schon sehr lange verarbeitet. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Hake ich das ab als ein Ereignis, das geschehen ist, das vergangen ist und das mich nicht mehr interessieren braucht? Oder sehe ich da Verantwortung zu handeln an der Stelle, damit das anderen nicht passiert? Ich habe auch gestern Flugblätter hier überall verteilt, 900 Stück. Und ich denke schon, dass das schon gewisse Wirkung hat, was wir machen. Ich meine, das ist Charlatanie, was die Psychiatrie in Deutschland betreibt. Da werden die Menschen Neuroleptika abhängig gemacht. Und zwar zu einem großen Teil gegen deren Willen. Die Zwangseinweisung läuft dann so ab, dass die Insassen dann normalerweise gezwungen werden, die giftigen Chemikalien zu nehmen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie dann normalerweise ans Bett gefesselt und mit brutaler Gewaltanwendung wird die Substanz in den Körper getan. Es kommt zu schweren Vergiftungserscheinungen, wie zum Beispiel Zungenschonkrämpfe, Körperkrämpfe, Sichterungen und so weiter. Ich meine, das ist keine medizinische Behandlung, sondern massenhafte Folter. Ich habe generell eine sehr negative Sichtweise von der Psychiatrie. Ich denke, dass sie mehr Schaden anrichtet, als sie nutzt. Und ich denke, dass sie abgeschafft werden muss. Ich bin auch der Ansicht, dass es gar keine psychischen Krankheiten gibt. Also ich habe ja auch schon bestimmt 100 Psychiatriepatienten kennengelernt, die oft in der geschlossenen waren und so. Und ich hatte noch nie irgendwie bei irgendjemandem das Gefühl gehabt, dass da irgendetwas an diesen Pseudodiagnosen Wahres dran sei. Natürlich will die Psychiatrie sich als schutzgebendes System präsentieren, aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Die Leute werden Neuroleptika abhängig gemacht. Wer von früh an das Gift nimmt, stirbt im Schnitt ca. 20 Jahre früher. Das ist erwiesen wissenschaftlich. Und die verbleibende Zeit ist man hochdosiert, sediert, man leidet unter den körperlichen Vergiftungserscheinungen. Ja, und das Ganze ist auch keine Spielerei, sondern es geht um Leben und Tod. Wir haben jährlich in Deutschland ungefähr, eigentlich mindestens sogar, 10.000 Psychiatrietote, die durch psychiatrische Zwangsmaßnahmen ums Leben kommen. Also psychiatrische Zwangsmaßnahmen heißt, neben der Zwangseinweisung zwangsweise vollspritzen mit Psychopharmaka, was dann oft tödlich endet. Das Erste, was man so sagen muss, das Wichtigste ist, Schizophrenie gibt es nicht. Schizophrenie ist ein psychiatrischer Krankheitsbegriff. Der bedeutet auf Deutsch übersetzt zerrissene Vernunft, zerspaltener Verstand.
also eine abwertende Bezeichnung des Verstandes oder der Persönlichkeit des Gegenüber, also ein pathologisierender Begriff, der gegen die Persönlichkeit einer anderen Person gerichtet ist. Und dann erübrigt sich eigentlich auch der Rest. Ja, ganz kurz, was da war. Also der Hochpunkt der Geschichte der Psychiatrie war ja die NS-Zeit. Das Vergasen, das begann nicht in den Konzentrationslagern, das begann in den Psychiatrien. Hat man dann 6 Psychiatrien umgebaut in Gaskammermordzentren und 270.000 Psychiatrieinsassen und Behinderte vergast und umgebracht, Kinder mit hochdosierten Medikamenten vorher umgebracht. Und das war ja erst dann der Ansatz, aus dem dann nachher dann die Judenermordung folgte. Also der Mord an den Juden, der wurde erst durch die Psychiatrie möglich gemacht. Und dieses pseudowissenschaftliche Rumforschen, wie es damals auch in Auschwitz dann an den Versuchskindern ausgeübt wurde, das ist im Endeffekt heute noch. Das sieht man auch in den Psychiatrien. Da werden dann alle möglichen Experimente mit den Insassen gemacht. Da ist kein Widerstand zu erwarten von denen. Ja, wenn da mal eine neue Chemikalie ausprobiert werden soll oder sonstige Dinge, ja, dann bekommen sie auch keinen Ausgang, wenn sie das nicht mitmachen. Es gibt ja heutzutage ganz andere gesetzliche Auflagen als vor 70 Jahren. Kann die Psychiatrie-Insassen heute nicht mehr vergasen? Das würde auffallen. Damit wird die Psychiatrie sich selbst ja entlarven als verbrecherisches System. Also geht das alles ganz unterschwellig, schön als Behandlung getarnt. Die Begriffe, die sind ja auch geändert worden. Heute sagt man nicht mehr Eugenik, sondern dann sagt man halt biologische Forschung oder man sagt auch nicht mehr lebensunwertes Leben oder Irrer oder Schwachsinniger, sondern man sagt halt psychisch krank oder seelisch krank zu den Opfern. Und das Ergebnis ist aber dasselbe eigentlich, nämlich der Tod wird angestrebt durch die Neuroleptika, also durch die hochdosierten Medikamente, die ja im Durchschnitt nach 2-3 Jahrzehnten zum Tod führen. Also es ist alles statistisch belegt. Wer von jung an psychiatrische Chemikalien nimmt, also sogenannte Psychopharmaka, der stirbt im Schnitt 25 Jahre früher. Das kann auch aber schon mal sein, dass man direkt schon nach wenigen Jahren stirbt. Das kommt ganz darauf an, wie gut der Körper das verkraftet. Also das ist so, dass eigentlich die Psychiatrie hinter Hitler auch steckt. Das heißt, wenn wir jetzt an die NS-Zeit denken, an die Massenmorde, an die Völkermorde, das ist weniger das NS-Regime mit Hitler, sondern mehr die Psychiatrie bzw. die Eugenik, also die Lehre davon, dass eine bessere Rasse gezüchtet werden müsste, und dass Leute sterilisiert, zwangssterilisiert und vergast werden müssen, um eine Entartung der Rasse zu verhindern. Das ist im Endeffekt das, was hinter diesen ganzen Völkermorden steckt. Das ist ja auch ein Faktor, dass man von vielen Neuroleptika impotent wird. Ah gut, das natürlich auch. Natürlich wird man davon impotent, natürlich hat man dann Nierenschäden und muss zur Dialyse, natürlich hat man die Leber nach ungefähr 7-8 Jahren kaputt. Natürlich hat man die Zähne kaputt und das Nervensystem, sodass man unwillkürliche Zuckungen hat. Natürlich bekommt man dann alle möglichen Knochenleiden und Blutbildveränderungen und Herzprobleme und alles Mögliche. Das ist klar, das Gehirn, das schrumpft ja auch, die graue Gehirnsubstanz nimmt gravierend ab. Aber das ist ja das Ziel der psychiatrischen Behandlung. Das ist ja der Grund, warum es psychiatrische Behandlung gibt. Also früher, vor 70 Jahren, da konnte man da noch ein bisschen offener mit umgehen.
Da konnte der Psychiater sagen, das ist therapeutisch notwendig, den Kranken zu vergasen, der natürlich in Wirklichkeit nicht krank ist, aber der halt als krank deklariert war. Und heute wird es halt in etwas schönere Worte gepackt. Da wird halt von medikamentöser Behandlung gesprochen, die innerhalb Zwei von Minuten. 2, 3 Jahrzehnten zum Tod führt, meist. Aber es wird halt als medikamentöse Behandlung bezeichnet, also was Neues, neuer Begriff, der aber im Endeffekt vom Grundgedanke her das Gleiche bedeutet, nämlich ich schaffe es aus dem Weg, vernichte es, vergifte das Wesen. For the post-war use of poison by the German Secret Service against former resistance fighters, see my film Gifte English.